Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Stefan und mit meinen beiden Hunden Akira und Atari reisen wir seit 7 Monaten durch Europa und haben jetzt letzte Woche die Kanaren verlassen und befinden uns auf dem Rückweg. Es liegen noch 1600 Kilometer vor uns und wir machen uns jetzt erstmal lecker was zu essen. Ja, wenn ich unterwegs bin, ey, dann esse ich echt gerne immer hier so Baguettes, belegte Brötchen und sowas in der Richtung. Ich meine, wir haben Sonntag jetzt und ich bin ja von den Touris so ein bisschen geschädigt von den Kanaren und dachte mir, hier wird nicht so voll sein, aber ich musste jetzt doch ein bisschen hier auf dem Aussichtspunkt bleiben. Und hier ist es nicht anders. Hier ist es nicht anders. Also die Leute kommen und gehen und das ist das Gleiche. Gut, dass ich gleich weg bin. Wir waren wieder tanken, 1,92 steht drauf, allerdings wieder 20 Cent Abzug, sind 1,72 Euro, das ist okay. Bye bye Spanien, wir haben gerade die Grenze überquert zu Nachbarn. Also es ist irgendwie witzig, ich habe mir insgesamt 3 Pizzen bestellt auf der Reise in den 7 Monaten und eine habe ich mir letztes Mal hier bestellt und die war richtig gut, das ist Pizza and Go. And yeah, very good. A very good pizza. Hello, my friend. And thank you very much. That's for you. Das Gute nämlich hier an dieser Position ist, wir sind jetzt in Dax. Da gibt es auch einen kostenlosen Caravan-Stellplatz. Der war auch sehr schön und da fahren wir jetzt auch wieder eben kurz hin. Ich hab's befürchtet, es ist so schön hier. Deswegen ist es auch leider voll. Mist. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Dann stellen wir uns hier halt 5 Meter weiter hier am Seitending hin. Aber ganz ehrlich, also 2 von den Campern, die standen schon vor 5 Monaten da, die habe ich gerade wieder erkannt. Finde ich schon ein bisschen asozial, das ist einer dieser kostenlosen Caravan-Stellplätze bei Park for Night, diese grünen. Aber keine Ahnung, aber gut, das ist das Leben halt. Ne? So, dann schauen wir uns mal an. Oh, die sieht genauso geil aus wie beim letzten Mal und schmeckt bestimmt auch wieder so gut. Und wir werden jetzt die Pizza genießen und uns dabei ein paar Vanlife-Vlogs auf YouTube reinziehen. Also dieses Bild mit den Schatten und den Lichtern im Wald und dem ganzen Grün, das finde ich als unheimlich faszinierend. Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich wäre es 7 Uhr, aber durch die Zeitverschiebung haben wir ja jetzt schon 8 Uhr, also fehlt mir eigentlich immer eine Stunde. Aber der Roadtrip geht weiter, noch 1300 Kilometer in etwa und los geht's. Oh, ist das herrlich, endlich nach 6 Monaten wieder mal ein Stau, juhu! Wir sind wieder auf einem Autobahnrastplatz und es sind überall Campingfahrzeuge, überall, auch auf den Landstraßen, die ich gefahren bin, an jeder Seite, überall Campingfahrzeuge oder ausgebaute Vans. Also ich schätze mal, dass sich mindestens die Anzahl der Leute, die jetzt vermutlich wegen Corona angefangen haben zu campen, verfünffacht hat. Ey, und eigentlich, abgesehen davon, ey, ich hasse es, auf diesen Autobahnen zu fahren. Ich muss es jetzt, weil ich jetzt durchballern will, damit ich zügig mit Akira zum Arzt gehen kann. Aber man sieht nichts außer die Autobahnschneise. Das ist echt, naja. Also das ist hier mal so ein Parkplatz neben der Autobahn. Und hier genauso. Es sind wieder mindestens unheimlich viele Camper hier. Auto umräumen habe ich jetzt keine Lust, aber ich bin super müde, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Pause. Ja, so viel zum Thema Tanken in Frankreich. 2,10 Euro. Geil. 95 Oktan. Normal super. Okay, was haben wir hier? Pizza aus dem Markt. Ich will diese Pizza. Okay. Okay, das hat jetzt 3 Minuten gedauert. Also warm ist die, glaube ich, nicht. Geil. Jetzt habe ich 10 Euro ausgegeben für eine Pizza, die kalt ist. So, 3 Minuten weiter vom Pizzaautomaten ist unser Platz für heute. Ist so ein Picknickplatz. Da ist ganz schön, da haben wir ein paar Bänke, da kann ich gleich die Pizza essen, nachdem ich sie in der Pfanne gemacht habe. Und ein bisschen an der Straße ansonsten, aber gut. Also ich check es nicht, ey. Wie kann man so einen scheiß Automaten anbieten? Wer holt sich denn da eine kalte Pizza? Wer holt sich denn da eine kalte Pizza, ey? Ist doch bescheuert. Na gut, dann wollen wir mal unseren Kocher ausprobieren. Dann wollen wir mal gucken, ob das wird. Ja, die sind nicht ausgeglichen.
Überhaupt nicht, ey. Den ganzen Tag im Auto gesessen, so gut wie. Heiß ist er auf jeden Fall. Da mal guten Hunger, wa? Ich muss aber sagen, es schmeckt wirklich sehr gut. Richtig geil. Richtig geil. Also ich verfütter das jetzt nicht, weil ich die Pizza nicht mögen würde. Ich bin super satt. Die Pizza war richtig gut. Eine morgendliche Runde durch einen Wald mit Laubbäumen. Das ist ja schon Ewigkeiten her. So, das war dann die letzte Filiale auf unserer Lidl-Europa-Tour hier in Frankreich. Ich hoffe, wir kommen heute Abend wieder an. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht, aber ich denke mal schon. Vive la Résistance! Wir sind in Paris. Ich weiß nicht, warum das Navi mich unbedingt durch Paris schickt, aber es ist das Glückste. Scheiße, ey. Jetzt wollte ich hier auf den Seitenstreifen fahren und sehe das Schlagloch nicht. Und das ist ein richtig tiefes Ding. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Aufgesetzt bin ich nicht. Bye bye Frankreich. Wir haben gerade die Grenze zu Belgien überschritten. Da ganz hinten, wo die Regenwolken sind, da ist vielleicht Deutschland. Ja, bye bye Belgien. Welcome, Alemannia! Back to base. Ich werde jetzt als allererstes meinen Dachträger abmachen, weil der hält in meinem Viertel keine zwei Stunden.